Willkommen zurück in der ersten Liga mit unserer wunderschönen Mannschaft Düren. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird Serigo Raimundo gefördert. Der hat sich auch schon zum neuen Siebener entwickelt. Richtig, richtig klasse. Der wird auch noch groß rauskommen. Diese Woche spielen wir gegen RB Leipzig und haben gar nicht so super viel zu tun. Danach wird es schwieriger. Dort geht es für uns gegen Eindhoven in die Gruppenphase der Champions League, wo wir jetzt ein bisschen in Zugzwang geraten sind. Und dann spielen wir gegen den Hamburger SV. Das ist der Plan und deshalb gehen wir genauso in die kommende Woche rein, haben jetzt das Jugendinternat ausgestattet. Jetzt haben wir 12 Plätze und dann können wir auch weitere Spieler dort reinbringen aus der Jugend. Bei 2 Plätzen müssen wir natürlich ganz genau schauen, wen wir reinbringen wollen und wen nicht. Hier hätten wir einen 15-jährigen Künstler, Rechtsaußenverteidiger, 2 Sterne, ist ein großes Talent, jetzt schon ein 6er, den finde ich ganz gut. Matteo Stelzer würde sich anbieten. 16-jähriger Torwart. Oder hier unten Henry Juncker, der ist erst 13 Jahre alt. Da wissen wir noch nicht, in welche Richtung das geht. Wir nehmen mal lieber den Torwart mit und insgesamt wollen wir allgemein irgendwann Platz für alle Jugendspieler haben. Das ist zumindest der Plan. Dann hatten wir uns letztes Mal noch die Spielerbeziehung angeschaut und da habt ihr mich darauf aufmerksam gemacht, weil ihr Adleraugen habt, dass Lania Kea Regler, unser neuer junger Spieler aus der Jugend und dann aus der zweiten Mannschaft, der 18-Jährige, ein kongeniales Duo bildet mit dem schon etwas in die Jahre gekommenen Makun. Der Jungspund und der Senior. Zusammen sind sie groß. Ein kongeniales Duo. Großartig. Das freut mich sehr. Allgemein sieht unser Altersschnitt eigentlich sehr gut aus. Wir haben sehr junge Spieler, die noch viel Potenzial haben. Wir haben ältere Spieler, die uns natürlich die Erfahrung schenken und denen wir auch so ein bisschen Verantwortung anvertrauen können. Und wir haben mittlerweile auch sehr unzufriedene Spieler. Zum Beispiel Sven Jakobi. Woran liegt es? Immer noch daran, dass du gehen wolltest? Ja. Können wir gerade nicht ändern. Es tut mir leid. Spanky Backstown, was ist dein Problem? Träumt vom größten Verein, zu viel Konkurrenz. Ja, können wir auch gerade nicht ändern. Tizian Poletti. Bei dir liegt es auch nicht am Gehalt. Jules Paul hätte gern mehr Geld. Ist gerade zum Elfer geworden. Da müsste ich nochmal ganz kurz schauen, was denn so unsere Elfer verdienen. Also 1,9, 2,7, 4,8, 2,8, 4,8, 4,2, 8, 1,8, 5, 3, 3, na, da sind wir schon wieder, 3,6, nehmen wir mit. Okay, das heißt, wir können dir durchaus so 4,8 geben, denke ich, 4,6 können wir dir geben. Das ist, glaube ich, noch ein fairer Bereich. Sehr schön. Also, die unzufrieden sind, die sind unzufrieden aufgrund von Tatsachen, die wir gerade nicht ändern können. Das ist aber nicht problematisch. Das kriegen wir wieder hin. Teamgeist auch momentan so lala stark. Ja, wir könnten natürlich überlegen, ob wir hier mal so ein Event machen für die Zufriedenheit. Ja. Könnten wir versuchen. Dienstag. Apropos Dienstag. Dienstag ist eigentlich unser Maike-Tag. Dann machen wir mal was am Donnerstag. Immer die Tage mit D sind für uns reserviert. Teamgeist stärken. Biss aktivieren. Ja, muss man mal schauen. Haben wir denn Bissprobleme? Also wir haben schon den ein oder anderen, der echt wenig Biss hat. Oh ja.
komm, ich glaube, es ist in Ordnung, wenn wir jetzt direkt die Events raushauen. Dann können wir die natürlich nicht mehr zu einem anderen Zeitpunkt ziehen, das ist klar. Aber wenn wir es jetzt ziehen, dann können wir natürlich auch in einen Engelskreislauf reingehen. Weil sich das dann nur noch verbessert. Wir ziehen alle Team-Events in dieser Woche. Haben wir noch nie gemacht. Macht eigentlich auch nicht so super viel Sinn, aber ich glaube, wenn wir jetzt noch mal einen kleinen Bonus uns hier holen können, dann gegen RB Leipzig gut spielen, dann könnte uns das hier in einen Positivtrend zurückführen. Weil wir waren im Positivtrend, jetzt sind wir abgestürzt. Wir wollen wieder zurück. Das ist nicht unwichtig. Wie sieht es eigentlich bei den Werbeaktionen aus? Da können wir wieder was machen. Die 7-tägigen sind weg. Dann machen wir mal wieder so einen 28-tägigen Aufschlag. Können wir mal einen Spieler schicken. Wir schicken Thorsten Quark, ist mittlerweile Fanliebling geworden. Dann kommt er doch direkt mal hin zu den Fans. Und damit sind wir zufrieden. Wir schauen uns noch mal kurz an, wie es der zweiten Mannschaft geht. Die haben 2:0 gegen Duisburg gewonnen. Und da wollen wir uns natürlich mal kurz anschauen, wie die Tore gefallen sind. Dort sehen wir Fritz Rosner mit einem langen, weiten Ball auf Ben Meyer. Und er macht das Ding rein. Sehr schön. Hier ein Anzeigefehler. Rodrigo Weitersohn natürlich auf unserer Seite, der Torwart. Fritz Rosner wieder einmal auf Miro Beutel. Ben Meyer schon wieder in Aktion und Niki Nick macht es rein. Rodrigo weiter so. Nicht der Torwart von Duisburg, das ist unser Torwart. Diesen Anzeigefehler hat man manchmal auch beim Tor des Monats, dass dann Sid van Sluter oder ein toter Rot im Tor ist, obwohl der gar nicht da im Tor war. Ja, wunderbar. Das sieht doch gut aus. Kilik Uroy ist ausgeliehen bis 2031 als linker Außenverteidiger. Ansonsten sind wir hier, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wir belassen das mal alles dabei. Und dann gehen wir gemeinschaftlich in die nächste Woche gegen RB Leipzig. Müssen Einwürfe und Elfmeter üben. Das ist das geringste Problem. Elfmeter und Einwürfe. Am Sonntag machen wir Ecken in den Strafraum und Freistöße. Das zählt dann nämlich auch für Eindhoven und den Hamburger SV, weil die nächste Woche ist eine englische Woche, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Zweikämpfe machen wir, das zählt dann auch zumindest gegen Eindhoven. Elfmeter-Einwürfe auch. Dann sind wir dahingehend ganz gut aufgestellt. Torabschlüsse hätte ich gern nochmal. Kopfbälle hätte ich gern nochmal. Die speziellen Angriffe sollten wir weiterhin trainieren. Da kommen wir nicht so richtig voran, dass das hier hochkommt. Über Unterzahl sehen wir. Muss gemacht werden. Angriffe über Außen eventuell. Und Konter. Angriffe über Außen und Konter mit weiten Bällen. Wunderbar. Trainingsgruppen. Wen bringen wir rein? Lawrence Tuber muss an seiner Kondition arbeiten, genauso wie Dr. Yusuf Blanche. Und Christoph Damm darf auch mal in diese Gruppe rein. Dann haben wir eine Aufbaugruppe, da kommt Lania Kier-Riegler rein. Nein. Eine Regenerationsgruppe, Plani Cox, Stefan Becker, Rafael Rico, 0815, Heinrich Kübler, Erik Obst und Olli Gehlhausen. Und dann haben wir noch viele Leute für die Fähigkeitengruppe. Insbesondere jene, die noch an ihren Fähigkeiten arbeiten müssen. Hier sehen wir Stefan Becker in der frische Gruppe, aber der muss auch in die frische Gruppe. Darf einmal nicht an seinen Fähigkeiten arbeiten. Und hier bringen wir jetzt nochmal schön die Leute rein.
die noch ein bisschen trainieren müssen und ihre Fähigkeiten voranbringen wollen. Alles klar. Wir schlagen uns Tag und Nacht durch. Das ist heute so eine Motto-Woche in dieser Woche. Wir gehen einen Tag in den Wald, einen Tag in den Freizeitpark. Christoph Damm zeigt sich als Meister des Kentucky-Pferderenns. Gewinnt einen riesigen Teddybären. Und dann geht es noch in den Klettergarten. Sehr schön. Also, da haben wir uns jetzt in dieser Motto-Woche ordentlich um uns selber gekümmert. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir... Warte, das müssen wir mal ganz kurz gleich durchlesen. Jetzt kommt es darauf an, dass wir das auch umsetzen und gegen RB Leipzig abliefern, damit dann auch die Effekte positiv verstärkt werden. Spanischprobleme. Die richtige Aussprache einiger Wörter setzt Feinherr Pflick ganz schön zu, sodass sich sein Lernprozess verlangsamt und er kurz vor dem Aufgeben steht. Oh nein. Kann ich aber gut nachvollziehen. Das gerollte R kriege ich auch nicht hin. Ich kann nur das R im Hals machen. Das gerollte R im Hals wie beim ersten FC Düren. Wir schauen mal, gegen wen wir reinbringen gegen Leipzig. Wichtig ist natürlich, dass wir viele Spieler schonen, die dann gegen Eindhoven in der Champions League ran sollen. Dass wir so eine gute Mischung finden. Christoph Damm ist eh kaputt. Das heißt, Tommy spielt. John Wainies kann ruhig spielen. Makun spielt zusammen mit Lania Kierikla. Ein kongeniales Duo. Das wollen wir uns mal anschauen. Ilves Leitner könnte spielen, aber es könnte auch Olli Gehlhausen spielen. Wir lassen mal Olli drin. Auf der linken Seite Muck oder Elia Wombat. Wir schicken Elia rein. Dr. Yusuf Blanche ist nicht fit. Plani Cox und 0815 kann man machen. Tommy, links Sven Jacobi, der ist auch unzufrieden. Dann können wir den vielleicht ansprechen, damit seine Zufriedenheit steigt. Sid van Sluter spielt nicht. Rechts Heinrich Kübler. Nein, der sollte im Spiel gegen Eindhoven spielen. Haben wir hier noch gute Stürmer. Und dann war's das. Wir gucken mal auf die Bank oder erstmal auf den Künstlerindex. Wir haben keinen einzigen Analytiker auf dem Feld. Okay, da müssen wir dran gehen. Dann schauen wir mal, wer reinkommt. Ja, dann kommt Camilo Beach rein. Serigo Raimundo möchte ich nicht reinstellen, weil ich Sven Jacobi aufheitern möchte. Ja doch, dann spielt Sid van Sluter. Damit wir zwei Analytiker haben. Und dann passt das. Okay, auf der Bank Rot Wacker oder Serigo. Entscheiden wir später, je nachdem, ob wir noch Künstler gleich dabei haben. Rechts Heinrich Kübler, Knicklicht Leitner, Feinherr Pflick, Muck. Muck kommt nicht mit. Spanky Beckstown kommt mit. Rechts Lukinda Jung, offensiv Jules Paul und im Sturm Rico. Ja, dann fehlt uns tatsächlich noch ein Künstler. Aber den könnten wir auch holen, indem wir Quack mit reinbringen. Und dann passt das von der Aufstellung. Künstlerindex ist gut. Wir gehen in die offensive Einstellung. Ich glaube, das
sollten wir so mitnehmen. Gehen auf die Manndeckungen außen. Ferdinand Swarovski ist ein ganz eindeutiger Schwachpunkt. So und so. Wir hauen alles rein, was wir haben. Sven Jacobi, das wird heute dein Tag. Wer hat noch Probleme? Wer ist noch unzufrieden? Spanky Beckstown. Den sprechen wir an, sobald wir ihn reinschicken. Sehr gut. Teamgeist steigt massiv durch Bisszufriedenheit und Teamgeist-Steigerung durch unsere Mottowoche. Das ist gut. Und ich will heute sehen, dass ihr Spaß bei der Arbeit habt. Alles klar. Anpfiff Düren gegen Leipzig, meine Lieben. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Spiel ausgehen wird. Es wird spannend, es wird anstrengend, aber es wird auch von Erfolg gekrönt sein, wenn wir jetzt aufbauen auf dem, was wir jetzt in den letzten Wochen trainiert haben, was wir in der Mottowoche gelernt haben, dass wir uns aufeinander einlassen können, dass wir aber auch den gewissen Biss brauchen, um Siege einzufahren. Das ist schon alles möglich, liebe Dürener. Wir gehen jetzt mit sehr hoher Intensität rein, denn wir haben ja auch die Möglichkeit, dann im nächsten Spiel diese Spieler hier zu schonen. Deshalb haben wir den großen Kader, damit wir auch dann alles geben können. Aber Leipzig ist momentan eine unknackbare Nuss. Wir brauchen den Nussbrecher. Mit Räucherstäbchen-Integration. Doch wer ist dieser Nussbrecher? Wir haben noch keine Antwort gefunden. Alle unsere Spieler stehen auf 3,5. Was machen wir da? Wir nehmen die besten Spieler und motivieren sie. Camilo Beach, das kannst du besser. Makun, das kannst du besser. Und da mir diese Woche sehr wichtig ist, nicht weil das Spiel so wichtig ist gegen RB Leipzig, sondern weil wir jetzt den Trend wieder schaffen wollen in eine Hochphase des Teamgeistes, gehen wir jetzt auch noch auf die extra Motivation, weil es jetzt sitzen muss. Hör mal, ihr lasst euch von denen den Schneid abkaufen? Das gibt's doch gar nicht! Wenn ihr mental härter sein wollt, da gibt's eine einfache Methode. Seid es einfach. Egal wie es steht. Denkt nicht drüber nach, zeigt es ihnen. Los geht's! Los jetzt! Auf geht's, auf geht's! Anpfiff der zweiten Hälfte, Düren. Jetzt müssen wir aktiv werden, aber RB Leipzig wird aktiv, Sven Jacobi. Hier fast unfreiwillig mit der Vorlage auf den Leipziger. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Aber auch Düren kommt jetzt in den Angriff. Ilya Wombat auf Olli Gehlhausen. Kann sich nicht durchsetzen. Franz Benskoter schnappt sich das Leder. 51. Spielminute. Düren muss führen. Makun mit dem Angriff. Schöner Steilpass. Auf Ilya Wombat. Noch der kann sich wieder nicht durchsetzen. Wir brauchen mehr Durchsetzungsvermögen da vorne. Ich glaube, wir werden gleich mal wechseln. Obwohl es ja gerade ganz gut läuft. Angriff Düren. Jetzt kommen wir endlich mal zu Chancen. Camilo Beach, Olli Gehlhausen, Makun. Was war das? Ein Fehlpass auf die Schimmelmassivhäuser. Da fehlt vorne heute einfach alles. Das ist nicht die Dürener Mannschaft, die wir aufgebaut haben. Olli Gehlhausen. Schöner Chip auf Ilya Wombat. Ja, meine Lieben,
Es geht in die richtige Richtung, aber es fehlt noch zu viel. Deswegen kommt Thorsten Quack für, nicht für Makunen, für Lania Kierigla, Camilo Beach geht und Jules Paul kommt rein. Auf der linken Seite geben wir Spanky Beckstown die Chance. Sven Jacobi wird getauscht mit Serigo Raimundo für den Künstlerindex. Und dann haben wir noch einen, den wir wechseln können. Einen einzigen, der noch mit rein kann. Knicklicht Leitner. Das ist nicht das richtige Spiel, um dich einzuwechseln. Feiner Pflick. Aber er müsste Tommy wegkommen. Lukin Dajang auf die rechte Seite. Und jetzt schicken wir weiterhin alles nach vorne. Bitte ab durch die Mitte. ...69. Spielminute, Düren wechselt gleich fünfmal. Olli Gehlhausen auf Makun. Viel Pass! Und damit gibt es hier die Chance für RB Leipzig. Sitwan Sluter wird ausgeguckt. Artur Sao Jorge lupft über ihn drüber. Und es ist 1-0 für Leipzig. Ist das bitter. Makun sieht heute ganz, 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 ganz schlecht aus. Wir spielen jetzt offensiv. Wir wollen alles nach vorne schmeißen. Die Mottowoche wollen wir uns nicht zerstören lassen, aber vielleicht gibt es keine andere Wahl. Makun jetzt zumindest nochmal. Mit einem Distanzschuss. Der war gar nicht schlecht, mein lieber Makun. So kennen wir dich gar nicht. Was ist denn los mit dir? Was ist los mit dir, Makun? So kennen wir dich gar nicht. In dieser Form, in dieser Verfassung. Angriff Düren, Olli Gehlhausen. Passt auf Serigo Raimundo, findet Spanky Beckstown. Ein Meter am Kasten vorbei. 87. Spielminute, gelbe Karte für Schröder. Gibt es nochmal die Chance für Düren? Nein. Es ist aus, aus, aus und vorbei. Düren verliert gegen RB Leipzig mit 1-0. Sven Jacobi gewinnt einen Punkt Zufriedenheit dazu, weil wir mit ihm gesprochen haben. Das hat doch ganz gut funktioniert. Und Bayern hat ebenfalls verloren, und zwar gegen Dortmund. Wir sind jetzt immer noch auf Platz 1, weil wir punktgleich waren mit Bayern. Und die Tordifferenz sieht immer noch gut aus. Aber wenn wir erneut verlieren und Bayern auch erneut verliert, könnten wir trotzdem den ersten Platz abgeben. Denn durch die letzten beiden Spiele, Unentschieden und Niederlage, kam Dortmund gefährlich nah ran. Dortmund jetzt mit 14 Punkten nur noch 2 Punkte hinter Düren und Bayern. Es bleibt spannend in der Liga. 253 Minuten ohne Torerfolg, das ist sehr, sehr bitter. Trotz alledem konnten wir den Teamgeist steigern. Wäre natürlich cool gewesen, wenn da jetzt eine plus 25 gestanden hätte, wenn wir jetzt RB Leipzig noch nach Hause geschickt hätten, aber das hat leider nicht so gut funktioniert. Schade. Jetzt müssen wir alles geben, damit die kommende englische Woche in voller Erfolg wird. Das ist notwendig. Das ist ganz, ganz bitter notwendig. Wen fördern wir? Knicklicht Leitner. Okay. Jetzt kommt es drauf an. Wir gehen erstmal in den Fanshop und produzieren 750 Freundschaftsschals. Gehen kurz zu Maike, sagen: Hallo, wir denken an dich. Präsidium
69. Zufriedenheit in Ordnung. Die passt. Spieler schicken zum Fanclub, klar. Olli Gielhausen ist ein Fanliebling, dann darf er gehen. Dann müssen wir uns auf Eindhoven vorbereiten und müssen dann natürlich auch erstmal scouten. Also Scouting. Scout auf Träger. Eindhoven. Wollen wir scouten? Viermal. Und sonst sind wir gut vorbereitet. Gegen den Hamburger SV brauchen wir dann noch zwei Kämpfe. Einwürfe, Elfmeter. Also zwei Kämpfe machen wir auf jeden Fall mal. Und meinetwegen Einwürfe, Elfmeter sind uns jetzt egal. Und gegen Eindhoven sind wir schon gut dabei. Konterdistanzschüsse. Konter mit weiten Bällen. Distanzschüsse. Und dann hier nochmal Elfmeter, dann hilft das auch dem Hamburger SV oder gegen den Hamburger SV. Am Sonntag gehen wir auf die speziellen Angriffe, die wir jetzt definitiv noch ordentlich trainieren müssen. Konditionsprobleme hat Lawrence Tuber. In die Aufbaugruppe kommt Dr. Yusuf Blanche, Heinrich Kübler, Christoph Damm. In die frische Gruppe kommt Plani Cox, Makun, Erik Obst, 0815, Tommy, Sven Jacobi, Olli Gielhausen. Fähigkeiten können wir diese Woche leider nicht trainieren. Teilabschluss des Stadions. Ich habe einen Kommentar gesehen, der traurig war, dass ich nicht so auf den Kommentar eingegangen bin, der sich ein Hightech-Stadion gewünscht hat. Ich persönlich weiß nicht genau, was man sich unter ein Hightech-Stadion vorstellt. Ich habe jetzt das für mich abgegolten mit zum Beispiel den Videowürfel, den wir geplant haben, sobald das Dach fertiggestellt ist. Wenn ihr eine Idee habt, wie man in Wear Football ein Hightech-Stadion umsetzen kann, mit unseren Mitteln, dann sagt gerne Bescheid. Und dann können wir mal gucken, ob wir das hinbekommen. Jade Beger hat das Tor des Monats geschossen. Ja, war ganz gut. War aber jetzt auch nicht wirklich stark vom Torhüter, muss man glaube ich auch ganz klar dazu sagen. Das passt soweit. Psychologisches Profil. Hier sieht es mittlerweile echt gut aus mit unserer Aufteilung der Spieler. Klar, der ein oder andere Anführer zu viel, der ein oder andere Analytiker zu wenig, aber unterm Strich passt das. Eine gute Aufgeschlossenheit, schön. Und klar, schwierige Spieler, ängstliche Typen, das wissen wir, dass das ein Problem ist. Disziplinprobleme, Stimmungskanonen, Spaßbremsen. Das hier natürlich für den Teamgeist ganz schrecklich. Aber grundsätzlich kriegen wir das hin. Sind doch ganz gute Werte. Kein Rookie des Monats für uns. Für uns gibt es jetzt nur ein schwieriges Spiel gegen Eindhoven. Das wird nicht einfach. Aber sollte einfacher sein als das Spiel gegen AC Mailand. Promi-Tipp sagt, Düren verliert. Ja, ist auch eine Top 11, muss man sagen. Es ist auch eine Top 11. Wir bringen Christoph Damm noch nicht rein. John Wainis rein. Makun, Irbesleitner, Rico, Muck.
0815 mit Plani Cox. Sid van Sluter. Oder Rot. Wir schicken Rot. Tommy kommt rein. Jakobi. Heinrich Kübler. Und dann gucken wir uns die Auswechselbank an. Und wir sehen Sid van Sluter, Serigo Raimundo, Erik Obst. Passt eigentlich, aber wir haben natürlich zu wenig Künstler gerade da. Wir könnten auch überlegen, ob wir Waka statt Serigo mitnehmen. Innenverteidiger Knicklicht Leitner. Na, vielleicht Nightshadow heute mal. DM, Feine Pflick. Links, Ilya Wombat. Rechts, Luke Najang. Offensiv, Camilo Beach. Und im Sturm kommt mit Stefan Becker. Das ist der Plan. Guter Künstlerindex, nur ein Künstler, aber allgemein haben wir eine gute Aufgeschlossenheit im Team. Von daher sollte es passen. Eingespieltheit, Erfahrung, Motivation, alles sehr, sehr gute Werte. Gehen jetzt hier noch ein bisschen weiter rein. 70% geht durch die Mitte. Wir spielen wieder offensiv. Diesmal wird es klappen. Wir bringen die Innenverteidiger auf Nuri Günes. Plani Cox und 0815 auf Nuri. Sven Jakobi, können wir dich nochmal ansprechen? Leider nicht. Dann machen wir es auch nicht. Wir können nochmal die Wut mitnehmen. Und gehen genauso rein. Anpfiff, 1. FC Düren gegen Eindhoven. Eindhoven mit der ersten Chance. Eckball. Abd Al-Kair. Munir. Bram. Olivier. Vroomen. Tor. 1-0 für Eindhoven nach der zweiten Minute. Das sieht nicht gut aus. Und Rot ist schon nicht auf der Höhe seiner Form. Und hat gerade echt Probleme. Wir haben auch echt Probleme, was den Ballbesitz angeht in den ersten Minuten. Aber das stabilisiert sich jetzt wieder, zum Glück. Und auch Düren greift an. Makun konnte sich im letzten Spiel nicht so zeigen. Wir haben ihm nochmal Vertrauen geschenkt. Spielt auf Muck, zurück auf Irbis Leitner. Und da kommt der Ausgleich im Dürener Stadion. Muck auf Irbis. Und er rettet schon wieder sein zweites Tor hier in dieser Champions League Saison. Ganz, ganz toll gemacht. 1-1. Wir haben es wieder retten können mit dem Ausgleich. Doch Eindhoven kontert uns jetzt hier aus. Nuri Günes steht alleine. Rot hält den Ball, kam nochmal dazwischen. Ecke. Abd Al-Kadir Munir auf Nuri Günes. Es bleibt spannend, meine Lieben. 28. Spielminute. Der benannte Nuri bekommt eine gelbe Karte. Und Düren muss jetzt mal langsam in die Potte kommen, denn Eindhoven beginnt schon wieder hier Druck zu machen nach dem Fehler von 0815. Tor für Eindhoven. Und das ist bitter für die Dürener.
Und das ist richtig bitter für die Dürener, die jetzt noch mehr Intensität reinbringen und auch noch ein bisschen mehr in die Offensive gehen. Das ist wichtig. Wir haben jetzt hier schon unentschieden gespielt gegen AC Mailand. Wir brauchen eigentlich die Punkte. Was können wir machen? Makun. Also einige Spiele überzeugen hier nicht. Rot muss angesprochen werden. Er sieht es etwas anders. 08:15 muss angesprochen werden. Bringen wir schon neue, frische Spieler rein? Ich würde sagen, noch nicht. Jetzt noch mehr durch die Mitte. Und gehen vollkommen in die Offensive. Freistoß ausgeführt von John Wainis. Schöner Schuss von John Wainis. Gehalten von Apostolis Micha Lapoulos. John Wainis mit dem Eckball. Kurz ausgeführt auf Tommy. Spielt auf 08:15. Der sich hier wieder rehabilitieren wollte nach dem Fehler eben. Holt zumindest nochmal eine Ecke raus. John Wainis. Führt ihn aus in den Strafraum. Sven Jakobi. Stand an der richtigen Stelle. Doch schießt den Ball vorbei. 49. Spielminute. Düren muss zurück ins Spiel kommen. Es ist so wichtig. Deswegen spielen wir so offensiv, wie wir gerade spielen. Es ist von größtem Belang, dass wir hier Punkte holen. Gelbe Karte für Stefan Hoppe. 67. Spielminute. Es passiert zu wenig. Jetzt nochmal Düren mit dem Angriff über Muck. Muck mit einer Einzelaktion. Ein Meter am Tor vorbei. Wir gehen in die Auswechslung. Makun ist kaputt, der wird ausgewechselt. Stefan Becker kommt rein. In der Innenverteidigung kommt Night Shadow für 08:15. Links außen kommt Vaca für Sven Jakobi, wenn Sven Jakobi schlecht gespielt hat. Na, hat nicht so schlecht gespielt. Lass uns lieber jemand anders wechseln. Wie können wir den Künstlerindex noch hochbringen? Muck hat jetzt auch eine Vorlage gemacht. Gar nicht so schlecht, aber wir machen das. Wobei, nee, komm. Sven Jakobi ist auch echt kaputt. Wir bringen Vaca für Sven Jakobi rein. Und haben wir eigentlich auch einen guten Künstlerindex. Noch zwei Wechsel, wir belassen es dabei. Irbis Leitner. Rückpass auf Plani Kork, schöner weiter Ball auf Muck. Findet John Wainey, spielt in die Spitze auf Rico. Rico macht das Ding. 2:2. Ausgleich zum zweiten Mal in dieser Partie. Schöne Aktion von Rico, vorgelegt von John Wainis. Aber es war in erster Linie eine Einzelaktion. Natürlich gehen wir jetzt hier von der Ausrichtung auf sehr offensiv wieder runter, damit wir weniger Lücken lassen in unserer Abwehr. Aber wir müssen natürlich weiterhin offensiv spielen. John Wainis findet den Pfosten. Muck mit dem Nachschuss. John Wainis und Muck zeigen heute ihre gesamte Stärke. Machen ihr Vorlagen und verwandeln selber. Toll gemacht.
Und da wir das hier so hart erkämpfen mussten, werden wir jetzt erstmal Night Shadow nochmal reinbringen in die Manndeckung. Aber wir werden jetzt bei der Taktik umschalten auf Defensivfußball. Insbesondere, weil Eindhoven ja jetzt auch in die Offensive gehen wird und dann können wir sie auskontern. Das ist der Plan. Und dann spielen wir das hier extrem defensiv zu Ende. Ja, und da kommen sie auch. Die Eindhovener. Langer Ball auf Kühnes. Rot. Kann sich hier nochmal beweisen. Schön gemacht von Total Rot. Spannendes Match. Wirklich ein ganz, ganz spannendes Match. Schön, dass Düren hier nochmal Chancen verwirklichen konnte. Und somit gewinnt Düren ganz knapp gegen Eindhoven. Wenn wir uns hier das anschauen, wie viele Tore verdient waren, dann hätte Eindhoven 3-2 gewinnen müssen. Heute hat es geklappt mit dem Abschluss bei Düren. Ganz knapp, aber am Ende zählt nur das Ergebnis. Düren gewinnt gegen Eindhoven, die so dringend den Sieg gebraucht haben. Und damit setzt sich Düren auf Platz 2, denn AC Mailand hat 4-0 gegen Nantes gewonnen. Manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben. Pausenrückstand gedreht, ja, das war wirklich, wirklich knapp. Zweimal lagen wir hinten. Wir konnten nicht viele Schals verkaufen. Gegen AC Mailand lief das besser, obwohl wir gewonnen haben, aber vielleicht ist da auch die Popularität von Eindhoven entscheidend. AC Mailand sicherlich ein bisschen populärer. Und dann geht es jetzt nochmal für uns in das Ligaspiel gegen den Hamburger Sportverein. Ja, und auch das Ligaspiel gegen den Hamburger Sportverein wird jetzt nicht unwichtig sein. Ich will aber hauptsächlich ein bisschen auf die Fitness achten. Wir gucken mal, ob wir hier das ganz gut hinbekommen. Waka braucht dringendst einen Stufenaufstieg, aber er ist auf einem guten Weg. Jules Paul. Feiner Flick. Lukender Jang. Knicklicht. Thorsten Quack. Spanky Baxtown. Sid van Sluter, der hat sich gewünscht, dass er gegen Hamburg spielt. Sein Wunsch war auch, im Tor zu stehen oder im Sturm. Ich entscheide mich mal lieber für das Tor. Night Shadow. Lania Kier-Riegler. Ist kein kongeniales Duo mit Thorsten Quack, aber darf hier auch nochmal ran. Und rechts außen Erik Obst. So, das ist die fitteste True, die wir hier aufbieten können. Wir müssen aber nochmal was ändern, weil der Künstlerindex nicht passt. Also wir brauchen noch einen Analytiker. Camilo Beach würde sich anbieten. Serigo Raimundo würde sich anbieten, dann hätten wir aber keinen zweiten Künstler. Rico ist nicht fit genug, also haben wir keine andere Chance. Beach muss für Jules Paul rein. Auf der Bank sitzt Rot, auf der Bank sitzt Serigo Raimundo und auf der Bank sitzt auch... Rechts außen keiner. Night Shadow muss sonst nach rechts aufrücken. 0815. Ja. Auf der Bank sitzt auch Irbis oder lieber Olli. Lieber Olli. Links Ilya Wombat. Rechts Tommy. Offensives Mittelfeld, Jules Paul im Sturm, steht Stefan Becker bereit. Das ist der Plan, meine Lieben. So gehen wir rein.
Künstlerindex passt. Wir spielen wieder sehr offensiv. Nein, wir spielen defensiv. Defensiv mit langen Bällen, aber so offensiv es halt einfach geht. Und wir gehen über alle Seiten, aber über die rechte Seite am ehesten. Und dann sehen wir auch, dass wir die Außenstürmer Mann decken wollen. Der Schwachpunkt ist der Torwart. Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Spanky Backstown, das wird heute dein Tag. Wir gehen nochmal in die Wut rein. Wir sehen, der Teamgeist, der ist nicht im guten Spektrum, muss man leider sagen. Also unsere Mottowoche war eine tolle Idee, aber danach hatten wir keine guten Hochphasen, sodass das fast alles wieder verpufft ist. Vielleicht können wir jetzt gegen den Hamburger SV ein bisschen besser spielen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was rausholen. Das wäre auf jeden Fall schön. Camilo Beach mit der ersten großen Aktion gegen den Hamburger SV. Doch Fito Vertiz nimmt ihn ganz einfach, ganz geschmeidig den Ball ab. Der 1. FC Düren auf Platz 1, Hamburger SV auf Platz 9. Und es ist ganz wichtig, dass der 1. FC Düren heute den Sieg holt. Denn sonst werden wir überholt von Bayern und von Dortmund. Lania Kia leitet hier den Konter ein. Lukinda Zhang mit dem Schuss auf den Außenpfosten. 15. Spielminute. Es bleibt alles sehr, sehr eng und vage hier, meine Damen und Herren. Der 1. FC Düren, die bessere Mannschaft, aber es fehlt Zug nach vorne. Klar, sie spielen defensiv. Dann fehlt natürlich auch ein bisschen Zug nach vorne, das ist klar. Aber es passiert hier so gar nichts. Zum jetzigen Zeitpunkt. Das muss sich in der zweiten Halbzeit ändern, wenn Düren hier wirklich als Sieger vom Platz gehen möchte. Und deswegen gehen wir rein in die Änderung und gehen dann doch wieder auf den direkten Angriffsfußball. Und bringen Stefan Becker für Lania Kia rein. Bringen Ilya Wombat für Spanky Backstown. Bräuchten noch einen Anführer. Wer hat denn hier eine 3-5er-Wertung? Ja, dann kommt Tommy rein. Damit wir den zweiten Anführer haben. Das wir haben hier im Mittelfeld und im Sturm. Verbesserung. Stefan Becker kommt weiter nach vorne, weil er nicht so gut ist im Pässen. Thorsten Quack aber schon. Ich glaube, das ist dann besser, wenn wir das so rumgestalten. Und das sind erstmal die Wechsel zu Beginn. Thorsten Quack. Wir wissen, dass du es Quack machen lassen kannst, bist aber leider eine Diva dahingehend. Und Camilo Beach, dir können wir das sicherlich sagen. Das kannst du besser. Die Kritik wird akzeptiert. Und dann geht es in die zweite Halbzeit. Düren ändert die Strategie vom Defensivspiel ins Offensivspiel. Und bringt auch entsprechende Wechsel mit rein. Aber das Team von Leo Herz zeigt bisher eine viel zu gute Leistung. Insbesondere
in der Defensive. Es geht hier um den ersten Platz, um die Tabellenführung. Ilya Wombat bekommt eine gelbe Karte. Erik Obst kann nicht mehr. Heinrich Kübler kann auch nicht so richtig, aber wenn wir dich bringen, dann könnten wir auch Camilo Beach nochmal auswechseln. Kommt Jules Paul nochmal. Brauchen nochmal ein paar frische, neue Leute mit coolen Ideen. Wir gehen komplett in die Offensive. Wir brauchen hier den Sieg. Aber der Hamburger SV weiterhin ein Angstgegner von uns. Gucken auch nochmal hier in die Taktik rein. Gehen jetzt hier komplett über die rechte Seite. Wir brauchen doch nur eine Chance. Eckball, Ilya Wombat. Heinrich Kübler! Heinrich Kübler! Joker-Tor! Der Rechtsaußenverteidiger macht hier das Ding nach einer Ecke und bringt uns eventuell den Erhalt des ersten Platzes. In jedem Fall sollten wir jetzt umschalten auf defensiv mit langen Bällen. Das war ganz, ganz wichtig von Heinrich Kübler, dass er den hier reinmacht. So wichtig, aber jetzt müssen wir durchhalten. Den Hamburger SV verteidigen. Da sie aber noch nicht eine einzige Chance erspielt haben, gehe ich davon aus, dass wir das schaffen. Wir schaffen es auch. Riesenjubel beim 1. FC Düren nach dem Schlusspfiff. Damit hatte man nicht mehr gerechnet. 1:0 für Düren. Und damit weiterhin Platz 1 für Düren. Doch die Tordifferenz wird immer schmaler zu Bayern. Und Dortmund hängt auch immer noch an unseren Fersen. 2 Punkte hinter uns. Das ist brandgefährlich, meine Lieben. 3 Punkte für Düren. Am Ende zählt nur der Sieg. Am Ende zählt nur der Sieg. Auch wenn der Torabschluss hier nicht so kam, wie wir uns das gewünscht und erhofft hatten. Eieieiei. Das war haarscharf. Das war haarscharf. Wir haben gegen Leipzig eine Niederlage eingefahren. Gegen Eindhoven uns ganz knapp durchgesetzt. Und dann auch nochmal gegen den HSV ganz, ganz knapp durchgesetzt. Wenn es aber wieder Richtung Triple gehen sollte für uns, und das ist unser Ziel, dann müssen wir eindeutiger gewinnen. Vor allem bei solchen Spielen. Das hat nicht gereicht. Und da müssen wir noch eine Schippe drauflegen. Als nächstes geht es gegen den 1. FC Nürnberg und gegen Nantes weiter. Dann treffen wir auch auf den FC Bayern München. Dann geht es auch darum, wer hier die Spitze der Tabelle verteidigen kann. Wenn ihr dabei sein wollt, dann freut es mich riesig, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet. Und dann sehen wir uns, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, schon das nächste Mal wieder.